Haben Sie in den letzten zwei Wochen auch mal Bilder gesehen vom Bula, von dem riesigen nationalen Pfadilager im Gumpz? Falls ja, dann sind Ihnen sicher auch die grossen Rucksäcke aufgefallen, die zum Teil fast grösser sind als die Kinder, die sie tragen. Aber das geht auch nicht anders, wenn ein Mäntelchen und ein Schlafsack und alles rein muss. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. In diesen Sommerwochen da werden viele Rucksäcke gepackt, nicht nur fürs Bula. Grosse Rucksäcke für Lager- und Ferienreisen und kleinere für Tagesausflüge und Wanderungen. Und sicher wundert man sich auch dort und da immer wieder mal, warum jetzt das, was man doch gedacht hat, im Rucksack eben nicht drin ist. Aber auch wenn sie nicht mehr mit dem Rucksack unterwegs sind oder überhaupt nicht mehr so unterwegs sind, dann trägt doch gleich jedes von uns einen Rucksack mit sich.